Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir die Pforte zur Hölle geöffnet und nun werden wir sie beschreiten und gucken, was dahinter ist. Viel Spaß. Na gut, dann lass uns hier doch einfach mal schnell durchlaufen. Die können mir eh nix. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Dann wecken wir die Scheiße mal auf, ne? Projekt Status, bla bla. Okay, fortsetzen. Protokolle. Automatisches Audiotranskript. Nolda. Öffne die verdammte Tür, Will. Hante. Nein. Nolda. Du bringst uns alle um, Hante. Lieber euch als die Kolonisten, Nolda. Das ist doch Schwachsinn. Wenn wir dieses Schiff nicht intakt halten, sterben sie doch sowieso. Hante, ein notwendiges Risiko. Resi berechnet unseren Kurs. Das Schiff wird ankommen. Nolda, du spielst mit dem Leben von 100.000 Menschen. Hante, und du suchst dir aus, welche du in deinem Wahn verschlingen willst. Nolda, verdammt, Alexei. Such mir einen verdammten Bohrer. Okay, der will jetzt hier einbrechen. Toriga, Captain, hörst du das? Hante, höre ich was? Toriga, sie haben aufgehört zu bohren. Hante, vielleicht machen sie eine Pause. Vielleicht ist er kaputt. Toriga, vielleicht versuchen sie, ins Kühllager einzudringen. Wenn sie es schaffen, bevor sie verhungern. Hante, dann überleben sie uns. Hante, mach weiter, Resi. Ich kümmere mich darum. Wieso sind sie jetzt alle durchgedreht? Von wem ist der? Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Toriga. Ich glaube, es gibt nur noch mich. Ich weiß nicht, was Captain Hante da unten getan hat. Aber er ist nicht zurückgekehrt. Und den Bohrer haben sie seitdem nicht benutzt. Ich bin fertig. Der Kurs ist programmiert. Ich bin an meiner letzten Ration angelangt und ich möchte nicht so enden wie Donna. Finde dein Ziel, Hope. Finde dein Ziel. Hey, da verbinden. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten ich habe. Certainly. You may skip the Hope to Tartarus, as you were instructed to by the Adjutant. Was, wenn ich mit der Hope stattdessen nach Terra 2 springen würde? Doing so would bring the Hope within close proximity of Phineas Wells' orbital lab, allowing him to access the colonists frozen within. Your act would be immediately noticed across Terra 2, as the colony ship Hope abruptly enters into the planet's rings. Wir werfen eine Münze. Moment, ich komme gleich wieder. Ah, so, ich habe seit Corona dieses Portemonnaie nicht aufgemacht. Gucken wir mal, was drin ist. Ich habe 10 Cent. Das dürfte reichen. Also gut. Zahl, wir helfen Phineas. Kopf, wir helfen Adjutantin, hast du nicht gesehen. Ohne Mist. Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich nicht. Müsst mir glauben. Wir helfen der Adjutantin. Wait, are you leaving me with the Hope's computer? You have no idea what it's like to converse with him. Imagine. Simulate another organic jostling your circuits when he tries to. I mean, I'll be ready when you are. So. Are you sufficiently prepared for the task at hand, Captain? Are we doing this now? Ja, Ich bin bereit, mit der Hope zu springen. Are you sure?
That is extremely dangerous. Skipping the hope will void the warranty on the skip drive. Es ist mir egal. Also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Besser, ja. Wir fliegen nach Tartarus. Jump starting the skip drive. Destination set to Tartarus. Flieg! Los! Ich hab schon die Geste gemacht. Tu es! Doing it. I mean, affirmative. Giving the hope in 3, 2, 1. Los! Does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Okay. Hält mich immer noch fest. Es passiert nichts. Oh, jetzt geht's los. Ein roter Planet. Mit Stürmen, wie ich sehe. Oh, good. We are still alive and have successfully skiffed into Tartarus's orbit. The board has initiated contact. I believe they're eager to speak with you once you've returned to the ship. Alles klar, dann gehen wir mal. Dass überall hier dieser Weltraumschrott rumfliegt. Oder Müll oder Steine. Bitte haltet mich nicht auf. Error. Ja, komm. Ja, UDL kennen wir schon. So, lasst mich durch. Okay, gehen wir mal runter. So, jetzt haben wir erfolgreich sogar die böse Seite gemacht. Nicht nur die böse gute. Ah, bis dann, Fallout Boy, bis dann. Wo führt das hier eigentlich hin? Ach, wir werden es niemals erfahren. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Hier lang. Treppe hoch, genau. Mann, das war doch nur ein kleiner Sprung. Stell dich nicht so an. Weißt du, er hat mir echt geholfen. Also, eigentlich gar nicht. Die haben nichts gemacht. Nichts. Die saßen hier rum. Das ist der falsche Weg. Oh, was ist das denn hier? Oh, danke für die Munition. Obwohl, ich habe eigentlich unendlich, ne? Also 7429, also. Ich muss sagen, Munition hat das uns wirklich eigentlich nur am Anfang ein bisschen gefehlt, ne? Danach war es eigentlich ein Selbstläufer. You have a message from Adjutant Sophia Akande. Captain, you have an incoming transmission from Tartarus. Attention, Captain of the Unreliable. This is Chairman Rockwell.
I'm on Tartarus, and, we need your help. That crackpot scientist has caused a riot among the prisoners and unpaid laborers. It's a law-damned bloodbath down here. As if that weren't enough, he's gone and taken Sophia hostage. I'm not gonna mince words. The situation is dire. I need your help. Phineas ist durchgedreht. Oh. Ah nein, wir brauchen sie für das Lebenszeitanstellungsprogramm. Among other things, we can't run this place without her, Captain. Ja, kommt mir bekannt vor. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube schon, ne? Scheiße, geht's hier gut? I don't know. They're in the pit somewhere. Well, you'll see for yourself when you get here. Okay, er hat einen Aufstand angezettelt. Hat er vollkommen den Verstand verloren? He lost his mind years ago. Do you have any idea how many Hope colonists he's killed for the sake of his science experiments? Ich will gar nicht wissen, wie viele, aber ich glaube, ich habe sie alle getötet. Make haste, Captain. We're losing men by the... Oh, fuck. Fuck! They're at the door. I need to hide. Hurry! Captain, ich werde mich beeilen. It appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet. I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. Bedenken. Miss Akande needs our help. I guess we should go for the good of the colony. I'm not convinced this isn't a trap. We ought to keep an eye on each other in there. Captain. Your service to the board has been invaluable. If you wish to claim your rightful place in Byzantium, you must help them crush the riots in the labyrinth. Wenn das alles vorbei ist, wie hoch stehen dann die Chancen, dass der Vorstand mir ein Messer in den Rücken rammt? Don't take it personal. That's just a Tuesday for the board. If they offer us a retirement plan, we'll know they've reneged on their deal. Otherwise, I'm keeping good faith. Byzantium wants the best of society. That's us. Hey, don't look at me. You already know what I think about the board. You ought to worry more about Doc Wells. He's gone round the bend, boss. If anybody can talk some sense into him, it's you. Whatever may await you, it's best not to dock at the prison until you're sure you've settled your affairs and closed out any unfinished business. Es war klug, dass ihr zu mir gehalten habt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Are you kidding? You get invited to the most interesting parties. I'm in. I'm with you to the end. I ain't abandoning my crew, Captain. In my experience, you can try to run, but the past always catches up in the end. I'm committed to seeing this through. Reminder, this unit is no longer under warranty. Waiting on your command, Captain. Gut. Als letztes würde ich euch gerne sagen, ich habe mit euch eigentlich nichts gemacht. Ich habe eure Quests erledigt. Felix, du hast einfach eine verdammt große Nase. Ich mag das nicht. Sam, ich habe mit dir vielleicht einmal geredet, gerade eben. Das war's. Alle anderen, ja, haltet die Ohren steif. Ich mache das alleine, wie immer. Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Dreckspack. Puh. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da ist die Hope. Was auch immer das da ist. Tartarus. Aber was ist damit? Typhon, ein unbewohnbarer eisüberzogener Planetoid am Rand des Halcyon-Systems. Typhon hat der Halcyon-Kolonie nichts zu bieten. Ah nein. Phineas, da wolltest du hin? Ich hab das Richtige gemacht. Ich kann mir schon denken, was er vorhatte.
Du bist kurz davor, deinen Angriff auf das Labyrinth auf Tartarus zu starten und das Schicksal der Halcyon-Kolonie zu entscheiden. Wenn es noch etwas gibt, was du erledigen willst, solltest du es jetzt tun. Wenn du erst einmal das Gefängnis betreten hast, gibt es kein Zurück mehr. Möchtest du fortfahren? Ja, klar, sicherlich. Möchtest du speichern? Auf jeden Fall! Captain, I am pleased to inform you that we have successfully landed on Tartarus. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Okay, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle geht's beim nächsten Mal weiter.